Alexander Walzel ist Social Media Star. Besser bekannt unter Aquamarin zählt er zu den erfolgreichsten YouTubern Österreichs. Vor 8 Jahren landete sein erstes Video im Netz. Heute folgen ihm über 126.000 Follower. Aquamarin produziert Videos, designt seine eigene Modelinie und singt auch noch. Zu hören im Kinofilm The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Aquamarin, ab sofort zu sehen auf LT1. Es ist gerade Kamera auf Kamera, denn ich habe gerade das LT1-Team bei mir. Hallo, Aquamarin ist wieder zurück mit einem Thema, das immer wieder auftaucht und 2020 noch brisanter ist als je zuvor. Die Rede ist von Beauty bei Männern. Ja, wo soll das noch hinführen? Immer wieder wird das Thema Männer und Beauty kritisiert. Dabei gibt es immer mehr Männer, die Mehrwert auf ihr Äußeres legen. Tendenz steigend. Dabei ist aber nicht unbedingt von Männer-Make-up die Rede, sondern von der generellen Pflege von Haut und Haar. Ich selbst lege ja sehr, sehr viel Wert darauf, meine Haut zu pflegen und kassiere dafür im Internet regelmäßig bösartige Kommentare. Gerade von Männern, die sich nicht so sehr der Pflege hingeben. Kommentare wie, das ist Frauensache oder du bist kein richtiger Mann, sind dabei die harmlosesten. Dabei ist ein gepflegtes Äußeres auch bei Männern im Job oder in der Damenwelt immer gefragter. Dabei muss es nicht immer ein Full-Face-Make-up sein, nein, oft reicht auch eine Palette aus wenigen Produkten für ein gesundes und frisches Aussehen im Gesicht. Wer sich natürlich so richtig gönnen möchte, der kann auch ein komplettes Gesichtstreatment machen lassen. Es ist wahnsinnig angenehm und meine Haut hat es mir so gedankt. Die war schon lange nicht mehr so weich und so rein. Und die verschiedensten Beauty-Salons bieten jetzt sogar Treatments extra für Männerhaut an. Und das kann ich nur empfehlen. Für mehr Aufmerksamkeit zum Thema Beauty sorgt auch die Beauty Convention Glow in Wien. Alles zum Thema Pflege, Styling und Looks waren hier anzutreffen und zu probieren. Hier schnupperten auch schon einige Männer etwas Beauty-Luft. Wie wird der Bart und die Augenbrauen richtig gepflegt? Welche Haarfarbe passt am besten zum eigenen Typ? Und wie befreit man die Haut von Unreinheiten? Die GlowCon zeigt es vor. Gerade bei Bart und Augenbrauen legen wir Männer ja schon sehr, sehr viel Wert drauf, aber das Gesicht besteht ja aus mehr als nur das. Darum finde ich es super, dass gerade zum Thema Beauty bei Männern jetzt versucht wird, ein wenig die Scheu zu nehmen. Und ich kann es wirklich nur sagen, Männer, traut euch, ihr seid deshalb nicht weniger männlich. Ich bin gespannt, wie sich dieses Thema noch weiterentwickelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Until then, bye. Yeah, hello, tomorrow you won't remember.